Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit dem Usurtag. Wie man sieht, erst nach langer Zeit mal in der ETZ hinten beim gefallenen Wrack, was da oben irgendwo im Berg hängt. Jetzt zeigt mal kurz schnell den Anflug, also einmal Zielorte, dann natürlich unsere Erde hier, ETZ, europäische Todeszone. Landezone ist gewundene Bucht und hängt hier hinten beim gefallenen Wrack oben. Da fahren wir jetzt direkt hin, schauen wir nach, was die Sache ist. Nächste Woche startet übrigens Eisenbanner und die Feuerprobe ist Nokris, fremdes Terrain. Noch so als Info, zudem sind natürlich die Prüfungen von Osiris wieder gestartet heute. Alle anderen Infos noch bitte in der Beschreibung schauen. Und jetzt kommt das erste Mal hier nicht hoch. Dann hat es immer geklappt. Auch geil. Naja, passiert. Jetzt fliege ich noch. Auch geil. Das ist die beste Aufnahme, die ich je gemacht habe, um hier Ruhe zu zeigen. Das habe ich so schlimm noch nie gehabt. Aber egal. Noch. Oh, ja, komm. Ja, geil, geil. Steuerung läuft. Egal, ich mach trotzdem weiter. So, zudem natürlich nicht vergessen, wenn ihr Amazon Prime Kunde seid, könnt ihr das jetzt zu Twitch Prime dann auch ändern. Da könnt ihr dann auch absolut abgreifen. Steht bei mir in der Community, was ihr da machen könnt, etc. Da könnt ihr nämlich noch was abgreifen. Also kommen wir gleich nochmal zu. Gehen jetzt erstmal zu Sur. So, Mann, chaotisch hier ohne Ende. Liegt aber auch dran, mein Zimmer hat 1000 Grad. Moment im Sommer, deswegen bin ich eh unkonzentriert, bis zum geht nicht mehr. So, das ist das Angebot. Schickes Gramm noch nicht sofort ziehen, sondern erst dann ziehen, wenn ihr unten die Sachen gekauft habt, die euch noch fehlen. Sonst könnt ihr eventuell hier oben rauskommen, was hier unten steht. Das wäre ärgerlich. Ihr könnt hier oben reingucken mit Dreieck. Dann das, was abgehakt ist, habt ihr schon. Also ich habe alles. Jetzt bei mir würde eine Random-Rüstung rauskommen mit verschiedenen Perks. Zudem natürlich nicht hier unten sind natürlich jetzt auch immer Random-Perks. Das heißt, ihr müsst genau gucken, was Sache ist, was ihr brauchen könnt und was nicht. Zudem gibt es natürlich diesen einen Trick, wenn ihr noch nicht Hardcap seid von 10, 50 Power Level, dann könnt ihr hier halt einen Gegenstand kaufen für eine andere Klasse und die dann übertragen und dort dann halt auch eventuell dann halt das Power Level pushen. Das ist ein kleiner Trick, wie gesagt, kauft mit dem höchsten Char vom Power Level her, transferiert die Sachen zu den Chars, wo sie hingehören, da habt ihr eventuell da einen kleinen Power Level Boost, nicht vergessen. So, die Kolonie hier erstmal als Waffe hier einmal auch gern gesehen im PvP, kann man gut spielen, sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Dann hier einmal Linearkompensator drauf, dann Hochgeschwindigkeitsgeschosse hier einmal im Dienste der Kolonie und dann hier einmal Kompositschaft noch. Es gibt auch einen Cut dafür zu finden, wenn man im Schmerztiger den Sieg erlangt. Ja, da muss man auch noch freispielen. Dann haben wir noch Ornamente. Ich habe 4 Stück. Einmal Feist Silber. Dann sieht die Waffe einmal so aus. Dann habe ich hier einmal Überraschungsangriff. Dann sieht die Waffe einmal so aus. Dann einmal hier die Kolonie XZ irgendwas. Ja, sieht immer so aus. Und dann haben wir hier einmal Blinde Raserei. Also eigentlich sehen alle Ornamente schick aus bei der Waffe. Kann ich nicht anders sagen. Dann haben wir hier einmal Amakaras Rückgrat getrimmt auf Solar. Erhöht ist hier einmal Erholung und Stärke, Gesamtwert 63, eigentlich schon ganz gut. Wunsch, Drachenzahn hier einmal, Fähigkeiten, Schaden, gewährt verbesserte Lichtsensorminen, also auch gut für PvP. Da ist nämlich hier nochmal, ich lese es mal richtig vor, Lichtsensorminengranate hält länger an und Explosionsradius ist größer. Fähigkeiten, Schaden gibt Granatenenergie. Gut für PvP definitiv. Und dann haben wir auch noch Ornamente und zwar einmal verbesserter Wunsch, dann sieht es einmal eben so aus, ein bisschen dunkler gehalten. Kostet 23 legendäre Bruchstücke. Die Waffe kostet natürlich wie immer 29 legendäre Bruchstücke. Da haben wir hier einmal Synthoseps hier am Panzerschuh für den Titan getrimmt auf Solar. Erhöht hier einmal Erholung und Intellekt. Gesamtwert 62. Da haben wir hier einmal erhöhte Nahkampfsprungweite, vergrößerte Super- und Nahkampfschaden bei Umzingelung. Also auch ganz gut für PvP eigentlich. Da haben wir hier einmal ein Ornament. Anspannen, verbessern, replizieren. Dann sieht es einmal so aus. Eigentlich ganz geil. Das gab es bei Tests einmal zu kaufen. Kostet auch 23 legendäre Bruchstücke. Dann haben wir hier einmal Phoenix-Protokoll. Natürlich auch. Also eigentlich sind alle Ausrüstungen gut. Brustschutz hier einmal Erholung ist. Also getrimmt auf Solar. So, Erholung ist erhöht hier einmal. Intellekt ist erhöht hier einmal. Schlachtherd hier einmal. Deine Kills und Assist, während du in deiner Brunnen des Glanzes stehst, geben dir Superenergie zurück. Beste natürlich für Aktivitäten wie zum Beispiel Feuerprobe, ja allgemein PvE-Events ist das halt das Ding AS, A und O. Wenn ihr irgendwo unterwegs seid mit dem Team, das Ding, das auf jeden Fall anziehen, das auch mitnehmen. Es gibt auch Ornamente, ich habe leider keins, aber wie gesagt, das auf jeden Fall auch mitnehmen. Alles, was euch fehlt, sowieso kaufen. Wie gesagt, 23 in der Wurststück hier kostet wie Sachen. Random Perks natürlich ab und zu auch. Gute Werte eigentlich, kann man nicht anders sagen. Vorausgegenstand hier eine 5 der Schwerter natürlich noch umsonst mitnehmen, um die eigentliche Dämmerung noch einzustellen. Und sonst die Einladung der 9 haben wir auch noch, der Zauberer für Season Pass Besitzer, aber das spiele ich nicht mehr, aber kostet 9 legendäre Bruchstücke. Alle weiteren Infos nochmal kurz in die Beschreibung gucken bitte. Und so sieht es im Moment bei Sur aus. Wie gesagt, guckt bei Twitch Prime vorbei, da gibt es Destiny 2 Loot. Da kriegt ihr nämlich einmal hier die Geste und so ein Bundle. Die Sachen sind abzuholen bei Amanda Holiday. Nicht vergessen, bei Amanda Holiday
Holiday ist und alles hinterlegt. Und ja, guck bei mir in die Community, da steht auch noch was. Das ist auch extra Loot für Amazon Prime-Kunden. Dann wird es ja auch zu Twitch Prime nicht vergessen, der Loot ist abzuholen. Und gratis, wenn man Amazon Prime-Kunde ist. Und das ist halt die Geste einmal hier, Zelebrei-Explosion. Ist ein Bundle, da gibt es noch andere Sachen. Also auf jeden Fall probieren und ausnutzen. Viel Spaß noch bei Destiny 2, viel Spaß bei eventuellen Prüfungen von Osiris. Es ist mir einfach zu warm im Zimmer und sorry für die Versprecher etc. Reingehauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.